Feuertaufe. Das absolute Böse hatte Thanos stark geschwächt und in die Flucht geschlagen. Talia nahm sofort die Verfolgung auf, ohne das herausragende Böse. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück zu Let's Play Dungeons 3. Unsere Ziele natürlich wie immer die Mission schaffen. Dann als nächstes die Lebensenergie eures Grabgolems nicht unter 50% fallen lassen. Das dürfte wahrscheinlich der Raka hier sein. Und ohne dass Talia Schaden bekommt, das dürfte schwierig werden. Und wir haben, siehe da, den Grabgolem als neue Kreatur. Das ist doch mal, klingt vielversprechend, ist wahrscheinlich dann das Untoten-Äquivalent zum Grubenlord und zum Ogre. Zumindest liegt der Verdacht ja nahe. Thanos war nach seiner Niederlage gegen das absolute Böse geflohen. Talia hatte sofort die Verfolgung aufgenommen, ohne das ultimative Böse erneut zu beschwören. Als ob ich das nicht alleine schaffen würde. Ich trete Thanos in den Hintern. Ich werde ihm die Augen herausreißen und seine Zähne als Xylophon benutzen. Wie auch immer, es war überstürzt. Dennoch hatte Talia ihren einstigen Mentor und Ziehvater in seiner Heimatstadt Sturmluft verfolgt. Dort würde es nun zur finalen Schlacht kommen, denke ich zumindest. So, und siehe da, geht eine Mission, Befehle, in der wir keinerlei Dungeon haben. Das heißt, wir müssen mal wieder mit unseren Einheiten ein bisschen haushalten. Rönz. Das war's für dich. So, die Frage ist natürlich, wann und vor allem, wie wir dann an den Grabgolem kommen. Das weiß ich gerade echt nicht. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen. Wahrscheinlich müssen wir den irgendwo freispielen gleich. Sobald wir uns durch Stadttor geballert haben. Irgendwie ruckelt das ein bisschen, oder? Oder meine ich das nur? Naja, egal. Talia und ihre Armee betraten die Stadt Sturmluft. Dort waren einige Barrikaden und... Oh, ein Hinterhalt. Damit konnte natürlich niemand rechnen. Na super, und dann hoffen wir, dass wir nicht auf Talia schießen. Was unser Bonusziel angeht. Das will ja schließlich auch erreicht werden, ne? Und von daher wäre das dann eher schlecht. Aber gut, noch ist ja alles gut gegangen. Zumindest bisher. Toi, 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 dass das so bleibt. So, und Rönz. Wieder ein nach dem anderen weggebombt hier. Finde ich super. Ich bin gespannt, ob das wirklich die finale Mission ist. Also, kann ja gut sein. Es riecht ja so nach finaler Schlacht und so. Aber... So ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Von daher... Oh, was haben wir hier Schönes? Crit-Chance erhöht. Ja, das kriegt doch Talia gerne mal. Sie alle. Zack. Die Karateka. Aha, okay. So. Ih, ein Türmchen. So, zack. Oh nein, unser Vampir kriegt hier leider ein bisschen auf die Schnauze. Und er heilt sich irgendwie erschreckend wenig. Na gut, er greift auch sehr langsam an, fällt mir gerade mal so auf. Aber egal, wir kriegen das schon hin, hoffentlich. Aktuell sieht es ja zumindest noch ganz gut aus. Wenn ich meinen Ziehvater umhaue, bin ich dann eigentlich ziehweise? Ach, egal. Was ein Quatsch. Aber gut, eigentlich eine... Gar nicht so unberechtigte Frage, nein, aber ist natürlich Quatsch. Von daher. So, und. Thanos war nur einen Katzensprung entfernt. Talia wappnete sich für die kommende epische Schlacht. So, ist die Frage: Will ich da wirklich runtergehen oder will ich erstmal versuchen, hier lang zu gehen? Oh, was haben wir da? Haben wir eine Chance in einen Berserk rauf? Das. Würde ich am liebsten auch Talia geben. Weil die, glaube ich, am längsten steht. Kann ihr das auch noch kriegen? Oder ersetzt das dann den Buff? Müssen wir mal schauen. Und zack, ja, die wütende. Okay, es ersetzt tatsächlich den anderen Buff. Gut, dann kriegst du das mal eben. Thanos muss sterben. Komm, hol's dir einmal bitte ein bisschen schneller, mein Lieber. So. Ihr wünscht? Einmal hier heilen, so. Haben wir auch wieder alle auf Vordermann gebracht, sehr schön.
Und schon können wir Captain Schnuffelpuffel hier einen aufs Maul hauen. Du wagst es, mit deiner verdorbenen Präsenz die gesegnete Stadt Sturmluft zu beschmutzen? Und ob, alter Mann. Jetzt wird abgerechnet. Du wolltest mich zu einer erbärmlichen Marionette des Guten machen und als braves Tier präsentieren, dem du das Böse abtrainiert hast. Leugne es nicht! Leugnen? Ha, es stimmt! Ich dachte, ich könnte aus dir etwas Natürliches, etwas Gutes machen. Aber du bleibst derselbe räudige, bösartige Abschaum, der du warst. Das stimmt nicht so ganz. Ich bin auch noch da. Du? Im Ernst? Du hast dich jetzt so lange in irgendeiner Ecke verkrochen und kommst jetzt heraus, um Papa Thanos winselnd um die Beine zu streichen? Ah, dann gibt es doch noch Hoffnung für dich. Interessant. Ha, Zeit zu sterben, alter Mann. So, es scheint tatsächlich auf das finale Gemetzel hinauszulaufen. Leute, einmal schnell zur Seite. Was stimmt denn nicht mit euch? Könnt ihr nicht da drin stehen bleiben? Du genauso wenig. Oh, ey. Ja? Ach, Leute, es fängt schon so geil an. So, einmal schnell weg hier. Thanos muss sterben. So, wenn du auch mal eingreifen würdest. Dankeschön. Immun ist doch kacke. Oh, du Feigling. Genug! Es ist genug! Wir beenden das jetzt! Spüre den Zorn alles Guten! Thanos beschwor eine mächtige Feuersbrunst herauf, die auf Talia und ihre Armee zurollte. Diese unterschied jedoch nicht zwischen Gut und Böse und brannte sich auch in die Stadt Sturmluft hinein. Das reinigende Feuer wird dich erlösen! Nein, bitte nicht! Ohne das ultimative Böse sah Talia ziemlich alt aus. Ihr blieb nur die Flucht, wenn sie nicht in der Feuersbrunst vergehen wollte. Okay, lauft! Nehmt die Beine in die Hand! Flieht vor dem Feuer! Reibt euch mit einer Creme gegen Verbrennungen ein! Na super, jetzt sind wir auch noch auf uns alleine gestellt. Sehr schön, das dürfte dann ja richtig lustig werden. Versuch nicht, den läuternden Flammen zu entgehen, Kind! Diese werden dich reinigen! Nimm das! Thanos griff wieder zum Zauber und ließ Feuer vom Himmel regnen. Offenbar störte es ihn nicht, dass er dabei weitere Teile von Sturmluft in Schutt und Asche legte. Anscheinend nicht, aber gut. Ja, lauf schneller! So, was haben wir hier? Oh, legendär! Untote nahe der Kreatur bekommen einen giftigen Atem, der Gegner vergiften kann. Alles Gute muss sterben. Ach komm, ich will was Legendäres haben. Was soll der Geiz? So, die Verpestende. Sehr schön. Tja, was nun? Ende der Veranstaltung erreicht. Und jetzt? Talia darf immer noch nicht sterben, ja. Da! Ah. Die Gräber versinken im Boden. Oh, das ist äußerst merkwürdig. Aber egal, die ideale Fluchtroute. Oh, kriegen wir einfach doch noch einen Dungeon? Ich sehe, dass hier gerade so zugebrettert. Nein, okay. Schade. Ich hatte so gehofft, dass wir einen Dungeon kriegen. So, jetzt aber ganz schnell. Nicht, dass der jetzt gleich wieder anfängt, da hinten zu ballern. Die Feuersbrunst verwüstete große Teile von Sturmluft und wurde immer größer und schneller. Toll, immer schneller auch noch. Heißt wahrscheinlich, darf ich mich noch mehr beeilen. Ah, noch geht's ja einigermaßen. Aha. Ah. Nette Abkürzung. Kommen wir hier auch nochmal durch? Nee, leider nicht. Okay, dann warten wir eben kurz die Welle hier ab. Und dann können wir hier gleich rausgehen. So, los geht's. Raus in die Natur. Du entkommst dem reinigenden Feuer nicht so einfach. Und wenn ich die gesamte Stadt niederbrennen muss. Thanos wird ganz schön badass. Oh Mist, wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Ich brauche das absolute Böse. Hilfe! Das absolute Böse war gerade ein wenig beschäftigt. Na gut, dann helfe ich mal schnell.
Dieses Mausoleum da drüben war in Wirklichkeit ein Untoter, ein mächtiger Grabgolem. Dieser erhob sich und machte für Talia den Weg frei. Woohoo. Coole Sache. Okay, bei dem Gebäude habe ich mir ihn etwas größer vorgestellt, aber immerhin. So, ist das geklaut aus Darksiders? Diese Geste, super, die du machst? Danke. Vorwärts. Flieht in Panik. Nehmt die Beine in die Hand. Braust mit Segways davon. Diese Barrikade sah äußerst stabil aus. Doch für einen mächtigen Titanen wie den Grabgolem würde das kein Problem darstellen. Ach Gott, jetzt muss ich also nochmal von quasi von vorne in die Stadt rein. Sobald ich an der Stelle angelangt bin, natürlich. Bremst. So, einmal mit draufhauen. Dankeschön. Die Frage ist, ob regeneriert sich der Grabgolem vielleicht? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich will Thanos Kopf. So, einmal bitte draufhauen. Dankeschön. So, was ist das hier? Lebensregeneration, ja, sehr schön, perfekt. Ich bin das Böse. Brenne, reinigendes Feuer. Wenn Sturmluft dem Bösen nicht standhalten kann, hat es den Tod in den Flammen verdient. Aber Thanos, was ist nur... Du solltest doch der Gute sein. Ach, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Los, wir müssen weiter. Der Wasserturm steht da doof im Weg. Grabgolem, kümmere dich darum. Hilfe! Ein paar Helden waren von den Flammen eingeschlossen worden. Leider fehlte die Zeit, um sich an ihrem Leid zu ergötzen. So, das Doofe ist jetzt, dass Talia Schaden bekommen hat. Das heißt, mit dem Bonusziel wird's schon mal nix. Na gut, ist halt so. Damit müssen wir leben. Wir sind gerettet. Danke, böse Kreatur. Ja, okay. Gern geschehen. Mehr oder minder durch Zufall hatte Talia die eingesperrten Helden gerettet. Doch nun war nicht die Zeit, um über solche guten Taten nachzudenken. Die Flammen rückten unaufhaltsam näher. Ja, denke ich mir auch, dass da nicht die Zeit ist. Irgendwie, dieses ganze Szenario irritiert mich irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das darauf hinausläuft, dass Talia sozusagen am Ende vielleicht gut glaubst, wird. Du kannst mir entkommen? Ha! Ich werde auch noch diesen Wald niederbrennen. Ich könnte das es mir echt vorstellen. Wird siegen. Brenne! Jetzt ist er völlig wahnsinnig geworden. Entdeckung! Thanos' Feuerregen fiel auf die Wälder herab und setzte sie in Brand. Zum Glück für Talia entstanden dadurch neue Laufwege, die ihr das Vorankommen ermöglichten. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Die Feuersbrunst schien sich noch schneller auszubreiten. Talia nahm die Beine in die Hand. Yay, toll. Ach so, hier unten. Ah. Oh Mann, dann müssen wir jetzt doch mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, sonst könnten wir in Schwierigkeiten kommen. Wir haben es gleich geschafft. Los, flieht weiter, ihr Narren. Mir nach! Frauen und Dunkelelfen zuerst! Ich wollte gerade sagen, du solltest aber nicht vorrennen, Schätzelein. Finde ich nur bedingt geil. Ach komm, haut doch mal bitte auf ihn drauf. Der Wächter da, der ist ein bisschen zu dick. Hält ein bisschen zu viel aus, aber gut, der Heiler ist... Hauptsache der Heiler ist jetzt erstmal weg. Der kleinste gemeinsame Heiler. So, hauen wir mal unsere Waldschmuse um. Holen uns hier noch schnell ein bisschen Heilung. Hallo? Wer hat jetzt die Heilung bekommen? Gar keiner, weil es einen Geist aufgenommen hat, oder was? Super, Mensch, das ist ja toll! So, wenn du dann einmal bitte so nett wärst, hier diese brennenden Leutchen einmal umzubringen. Vielen Dank. Danke vielmals. Novizin ist die nächste. Und dann unser Waldschnuffelpuffel. So. Jetzt hier. Hinterhalt! Ah, schon wieder. Ah, Talia.
Schön, dass du es bis hierher geschafft hast. Lass dich nun durch das Feuer der Göttin reinigen. Thanos, was ist mit dir? Du bist doch der Gute. Du zerstörst Sturmluft. Ha, diese Stadt wäre ohnehin gefallen. Sie war schwach und hätte gegen das Böse versagt. Jetzt, nachdem ich sie mit reinigendem Feuer geläutert habe, kann sie gestärkt neu errichtet werden. Aber das soll nicht deine Sorge sein, denn es ist Zeit, dich zu reinigen. Hm, netter Golem. Aber wahrscheinlich wird er jetzt gleich umfallen. Der Grabgolem warf sich schützend vor Talia. Eine selbstlose Tat, die man einem Untoten nicht unbedingt nachsagen würde. Letztlich aber bezahlte er sie mit dem finalen Tod. Oh, du lebst noch. Das ist ein Zeichen der Göttin. Sie will, dass ich dich erneut zum Guten bekehre. Nun gut, so sei es. So, ihr Lieben, das war's, Triumph. Die Mission war doch relativ kurz. Ich bin aber gespannt, wie es weitergeht. Ich vermute mal, Thanos versucht sie halt, wie er schon sagte, zum Guten zu bekehren, wird sie gefangen nehmen. Und wir werden dann wahrscheinlich wieder mit dem ultimativen Bösen aufmarschieren dürfen. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Freue mich schon ein bisschen drauf. Weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das das Finale war. Also wäre jetzt echt ein bisschen komisch. Aber gut. Ja, 14 Minuten mit Gold, Bösartigkeit und Mana war ja nicht viel. 53 Einheiten getötet und alle 16 Homies, die wir hatten, haben wir verloren. Naja, es gibt bessere Statistiken, aber gut, so ist es nun mal. Ihr Lieben, an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Mission. Und ich warte jetzt noch... Ja, ich glaube, ich warte nicht, bis hier der Abstand zu Ende ist. Ich klicke mal auf zur Kampagne, dann sehen wir, vielleicht kommt noch eine Sequenz, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski! Talia war in Thanos' Falle gegangen, weil sie nicht auf den famosen Erzähler gehört hatte. Gut, es war nicht absehbar gewesen, dass Thanos bereitwillig die Hauptstadt Sturmluft verbrennen würde, nur um seine Tochter zu besiegen. Nicht unbedingt die Sternstunde eines guten Paladins, aber dieser Plan hatte funktioniert. Eigentlich hatte Thanos erwartet, Talia mit seiner Magie zu vernichten. Doch der Grabgolem hatte sich heldenhaft vor seiner Anführerin geworfen und diese vor dem Tod bewahrt. Thanos sah darin ein Zeichen der Göttin, dass seine Ziehtochter doch noch nicht verloren war und nur einen Schubs in die richtige Richtung brauchte. Dazu besann sich Thanos der Dinge, die man benutzte, um jemanden zu überzeugen, und bediente sich eifrig im Folterkeller der Inquisitoren. Das kam jetzt unerwartet? Nun ja, niemand erwartete die spanische Inquisition. Talia würde der Folter, ich meine Überzeugungsarbeit, nicht ewig standhalten. Ihr Ende schien besiegelt. Doch das absolute Böse war noch nicht besiegt, denn es hatte auch ohne Talia noch Einfluss.